Adrienne von Speyer gibt uns in ihren einleitenden Bemerkungen zu diesem Evangelium der Heilung am Schaftor einiges zu denken. Und wir sollten das sehr annehmen, was sie uns sagt. Sie schreibt, vielleicht ist die Benennung des Teiches am Schaftor nicht gleichgültig. Zum ersten Mal klingt hier das Motiv des Schafes an, das später bei Johannes so bedeutungsvoll werden wird. Hier sind Menschen beisammen, die in ihrer Einfältigkeit den Eindruck einer Schafherde erwecken. Schafe sind in ihrer Einfalt rührend und wehrlos. Und schon jetzt ist der Herr, der durch diese Städte wandelt, von solcher Einfältigkeit gerührt und ergriffen. Er sieht in ihnen das Gleichnis derer, die schuldlos sind. Aber sie alle haben sich in eine Art kompliziertes System eingesponnen, in ein geistiges Dornengehege, aus dem sie sich nimmermehr befreien können. Darin werden sie zum Gleichnis für einen großen Teil der Menschheit. Sie hassen ihre Krankheit, sie erblicken keinen Segen in ihr. Aber da sie sich nun einmal darin befinden und ihr Leben daraus bauen müssen, haben sie sich eine Geschichte ausgedacht, einen Mythos, ein Gemisch aus Religion und Medizin, von dessen Gnade sie leben und der ihrem Kranksein einen Sinn und eine Berechtigung verleiht. Das Ganze ist Aberglaube. Und die Heilungen, die erfolgen, sind Scheinwunderheilungen. Unter den Kranken befinden sich ganz verschiedene Gruppen. Nicht alle sind wirklich krank. Manche von ihnen sind irgendwie in den Zustand des Krankseins hineingeglitten und finden den Weg und die Kraft nicht, die Krankheit wieder abzulegen. Sie spielen nach außen die Rolle des Kranken weiter, weil diese ihnen in mancher Beziehung interessant oder einträglich erscheint. Oder auch, weil sie den Mut zum Gesundsein nicht mehr finden, obwohl sie genau wissen, dass sie keinen Grund mehr haben, an ihrer Krankheit festzuhalten. Alle brauchen sie einen äußeren Anlass, um gesund zu werden, eine Theorie der Gesundung, um ihren Übergang ins alte, normale Leben gleichsam zu entschuldigen, zu verklären. Einfach wieder gesund zu sein, das ist ihnen zu wenig. Sie brauchen zu diesem Übergang eine Sensation. Erst wenn mit ihrem Gesundwerden mehr Aufsehen erregt wird als mit ihrer Krankheit, sind sie bereit, sich von derselben loszusagen. All diese sind nun aber wieder das Gleichnis derer, die um ihre innerliche Krankheit wissen, ohne davon loskommen zu können und zu wollen, die krank sind an Glauben und Sitten. Sie alle wissen in der Tiefe ihrer Seele, es gibt nur eine Rettung, den Herrn. Aber diesen wollen sie nicht. Darum nehmen sie ihre Zuflucht zu irgendeiner der tausend Philosophien, Kirchen, Sekten, Mythen, Häresien und Aberglauben. Ja, sie erfinden vorweg immer neue solcher Systeme, die alle nichts anderes sind als dauernd neuer Ersatz des Glaubens, den man nicht aufbringen kann. Rings um die Kirche des Herrn bauen sich wie eine Budenstadt alle diese Eintagsversuche eines Ersatzes für die einfache Wahrheit auf, die doch nur den Mut der ganzen Hingabe fordert. Diesen Mut, der zugleich die Gesundheit bedeuten würde, bringen die Menschen am Schaftor nicht auf. Durch diese Menge nun wandelt der Herr und wirkt unter ihnen ein gleichnishaftes Wunder. Und so fragt er jeden von uns: Willst du gesund werden?